Ich hoffe, die Runde danach wird nicht genauso hart. Das ist ja richtig krass. Aber ich glaube, mit dem Jäger hätten wir hier einfach überhaupt gar keine Chance. Die Raketenschützen packe ich nochmal mit rein. Schildmeister. So, wir können nichts tun. What the fuck? Okay. Mehr kann ich nicht tun. Spielt ja wahrscheinlich direkt eine Karte mit Überladung aus, wetten. Ne, doch nicht. So, einen davon werden wir jetzt schon mal los. Ne, doch nicht. Mist. In Ordnung. Das Dingo. Ja. Der Feuerfürst. Ja, klar. Aber das war gut für mich. Wir frieren erstmal ein. Wir spielen den Spot aus, wobei... Hätte jedes Mal plus zwei Angriff, wenn ihr einen Zauber wirkt. Wir spielen den aus, tatsächlich. Und machen dem noch einen Schaden. So. Puh. Das ist echt sauschwierig. Den muss ich als erstes loswerden. Das heißt, den mache ich jetzt auch so weg. Und dann ziehe ich mir zwei Karten. Und den friere ich ein. Auch wenn er dann nochmal plus eins kriegt. Aber der ist nächste Runde sowieso tot. Boah, kann ich nächste Runde bitte Reno Jackson ziehen? Sonst habe ich keine Chance mehr. Wenn er mich nicht jetzt sowieso schon platt macht, weil er mit irgendwas wieder vier Schaden macht. Nee, kann er nicht. Und natürlich ziehe ich nicht Reno. Wäre auch zu schön gewesen. Zack. Und dann spotte ich noch, aber das bringt mir leider gar nichts. 5, 7, nee, ich bin schon wieder tot. So ein Scheißdreck. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, na klar. Ach, Gott. Boah, ist das schwierig. Ist das schwierig, Leute. Ganz im Ernst. Krasser Gegner. Wir versuchen nochmal unser Glück. Und das ist halt wirklich gerade nicht so viel mehr als Glück hier. Boah, ist das übel. Das ist doch schön, die hätten wir eben gebrauchen können. Beide wieder mit rein.
Interessant. Wir fangen mit 3 Zaubern an. Am Anfang sind wir mit 3 Dienern gestartet. Wir ziehen hier irgendwie auf, was wir wollen. Oh, er macht mal gar nichts. Interessant. Wir können gleich direkt mal 2 Karten ziehen. Das finde ich gut. Er macht gar nichts. Was ist das denn hier? Außer ein Geheimnis. Und Reno Jackson ist mit dabei. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich wieder die Heldenfähigkeit, dass wir 5 Schaden kriegen. Jetzt holt er seinen Mana-Kristall raus. Mhm. Noch spielen wir den doch aus und latschen nochmal direkt ins Gesicht. So, was haben wir denn hier? Verursacht 6 Schaden. Ich würde sagen, den werden wir einfach mal los. Und latschen mit dem Rest wieder ins Gesicht. Das sieht jetzt ganz gut aus in dieser Runde. Bam. Mhm. Fair enough. Dann holen wir uns erstmal Zauberschaden plus 1 und nochmal Zauberschaden plus 1. Der uralte Fluch. Verwandle ich den oder kille ich den einfach? Ich verwandle den und springe mit dem Rest wieder ins Gesicht. Und hole mir mal tatsächlich jetzt den Schaden ab von seinem Geheimnis. Das war klar, dass das wieder das Geheimnis ist. Ah, und das geht gegen meinen plus 1. Na gut, nicht gegen mich. Das ist also zufallsbasiert. Dark Parak, hallo! Das Adventure verschwindet, haben wir im März oder April nicht mehr spielen, im Standardmodus spielen. Was meinst du damit, Dark Parak? Das, was ich gerade, die Forscherliga fliegt raus? Meinst du das damit? Tatsächlich? Sollte die nicht bis zum Schluss drin bleiben? Habe ich da tatsächlich falsche Informationen? So, wir gehen gegen den hier. Und gehen damit ins Gesicht, würde ich sagen. Und dann spiele ich den einfach aus. Forscherliga Schwarzfeld und großes Turnier rotieren raus. Echt, Tatsache, wie krass, okay. Aber dann ist es ja tatsächlich, ist es dann, ihr beiden, ihr kennt euch besser aus als ich, ist es dann okay oder gut, dass ich das noch spiele, um die Karten noch zu kriegen? Oder soll ich das lieber nicht spielen und mir dann nachher irgendwie Kartenpacks kaufen, um die Karten mir zu holen? Was meint ihr? Was ist sinnvoller? So, den frieren wir einfach mal ein. Den holen wir uns dazu. Damit springen wir ins Gesicht. Ich glaube, die Runde ist uns. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Da muss man mehr wild spielen. Mhm. Durchaus macht es jetzt noch Sinn. Ja, das finde ich gut. So. Dann werde ich den hier los. Ich werde die noch einfrieren und werde damit wieder ins Gesicht latschen und das auch noch einsetzen. Und damit habe ich gewonnen. Sehr gut. Oh, yes!
Ich mag die Gutgetzern-Karten tatsächlich auch nicht so. Dieses den Leuten auf der Hand irgendwie. So, unendlich gewonnen. Wuhuhu! Aber der Freeze Mage war auf jeden Fall die richtige Taktik gegen den Trock, wie ihr gesehen habt. Auch wenn wir ein paar Runden gebraucht haben, aber mit dem Jäger. Oh nein, nicht wieder die Lore. Erhält jedes Mal, wenn ihr eine Karte mit Überladung ausspielt, plus 1 Angriff pro gesperrtem Mana-Kristall. Und entdeckt einen Zauber, Astraler Beschwörer. Sehr gut. Zack, Runde Nummer 2. Dieser Minenschacht führt direkt ins Herz von Uldamark. Okay, das heißt, ich darf den Jäger jetzt gar nicht wählen, sondern muss mit einem vorgefertigten Helden spielen. Mit der Lore mal wieder. Ach, du Scheiße. Was haben wir denn hier? Fügt einem zufälligen feindlichen Diener 3 Schaden zu. Ein Mech fügt allen feindlichen Dienern 3 Schaden zu. Ja, das machen wir mal. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Und dann das. Schwein gehabt. Dann hole ich mir jetzt 2 Mechs. Ach du Scheiße. Ja, das ist das Einzige, was wir gerade spielen können. Schwein gehabt. Und dann werden wir noch einen von denen los. Wartet, wartet. Boah, krass. Jetzt hätte ich bitte gerne, fügt allen Dienern Spott, kann nicht angreifen. Alles klar. Dem Rest latscht er mir ins Gesicht. Ist klar, würde ich auch machen. Mir selbst bitte. Muskelmagen-Kaugummi und schon ist sie so gut wie neu. Muskelmagen. Fahren und dabei Bomben werfen. Das ist der Knaller. Der absolute Knaller, ja. Ich hätte bitte jetzt gerne einen allen Dienern 3 Schaden zufügen, bitte. Jetzt, jetzt, jetzt. Warum habe ich so ein Pech? Kann ich das wenigstens jetzt ziehen, bitte? Und ich ziehe wieder die Spott, das darf doch nicht wahr sein. Und dann auch nur noch gegen den Zweier. Warum erwische ich keinen Vierer? Wäre ja auch zu schön gewesen. Ey, wie kann man so viel Pech haben? Eine Runde bis zum Ausgang. Verursacht 10 Schaden. Na toll. Bringt mir überhaupt rein gar nichts. Und natürlich auf den, der noch nicht verletzt ist. Wie kann man so viel Pech haben? Warum habe ich echt... Also heute ist wirklich so krass der Wurm drin. Das ist so unfair. Aber ich bin durchgekommen. Aber wie... Ey, ganz im Ernst, oder? Krasse Nummer. Entdeckt ein Wildtier, die Gruftspinne. Finde ich ganz gut. Wieder für den Jäger. Wählt einen befreundeten Diener und kopiert dessen Todesröcheln-Effekt. Auch nicht schlecht. Mann, wie kann man echt so viel Pech haben? Das ist heute nicht mein Tag. Vielleicht sollte ich heute irgendwie auf Brautschau gehen. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Das ist heute total mein Tag. Das hat das Kopfstück, aber er wird es uns nicht kampflos überlassen. Archaidas. Dann probieren wir doch nochmal ein bisschen unseren Jäger hochzupushen auf Level 20. Sonst müssen wir gleich noch ein bisschen Jäger spielen, weil ich habe Bock jetzt wirklich endlich uns das Kartenchaos freizuschalten. Denn das ist wirklich wichtig für
für neue Karten und für Gold. Und es macht mir auch einfach, das Kartenchaos macht mir echt am meisten Spaß bei Hearthstone, weil es das Fairste ist, was man spielen kann. Weil halt alle echt die gleichen Fähigkeiten haben. Das ist eigentlich eine sehr, sehr krasse Midrange-Karte, aber die ist halt gut, um Karten zu kriegen. Ich werde sie trotzdem mal austauschen. Puh. Bin gespannt, was er kann. Ach, kann er wieder diese Golems herrufen, ja? Ein Diener der uralten Titanen, was er uns wohl für Geschichten erzählen könnte. Tja, was er wohl. Beschäftigt wäre, euch ein steiniges Grab zu bereiten. Das war echt Pech beim Ziehen, ja. Aber hallo, ey, wie kann man, also heute ist doch echt, oder? Wie kann man so viel Pech haben? So, den spiele ich aus hier. Ach so, der spielt sogar keine Karten aus, ja? Das ist natürlich auch echt witzig. Plus eins und Spott finde ich schon mal scheiße. Jetzt brauchen wir natürlich Karten, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, können wir gleich das Deck ein bisschen angleichen, wieder Karten, die unseren Leuten hier wieder was geben, wie plus 1 Angriff und so, dann können wir natürlich auch sehr, sehr viel mehr machen, als wir jetzt gerade können. Oh. Oh nein, wie gemein, wie unglaublich gemein. Oh, ein Zauber. Fügt allen Dienern einen Schaden zu. Interessant. Oh, schön. Und wir haben endlich das Geheimversteck. Gut, das heißt, ich mache ihm erstmal gerade 5 Schaden. Und nochmal 2 Schaden. Und werde den da los. Okay, da geht irgendwie die ganze Zeit gegen meine Trolle. Finde ich eigentlich ganz cool. Mach ich das doch mal so. Und spiel den hier aus. Um vielleicht ein paar Karten zu kriegen, wenn er den nicht tötet. Oh, und schon wieder ein Geheimnis. Ich habe große Pläne. Boah, fuck. Autsch. Mhm. Das tut jetzt schon richtig weh bei den Gegnern. Erstmal spotten. Und dann mal gucken, was sie für eine Dreierkarte ziehen. Ruf für jeden feindlichen Diener einen Jagdhund herbei. Das finde ich gut. Für jeden feindlichen Diener mit Todesröcheln. Nee, den hole ich. Und ich mache noch 2 Schaden. Aua. Aua. Aua, 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 aua. Okay, und auch noch die Frostnova. Der hat ja lustig gemischte Sachen. Die Frostnova hätte ich jetzt gerade auch gerne. So, dann hole ich mir mal den Ansturm hier ran. Und werde den da los. Und werde den da los. Und werde das hier noch ausspielen. Zack. Und werde davon auch noch einen los. Aber ich bin sowieso tot, denn die beiden Fünfer machen mich einfach platt. Düdüm. Und tot. Schade. Mal gucken, wie viel Erfahrung ich dafür kriege. Nix. Alles klar. Dann gleichen wir mal kurz die Hand ein bisschen an. Vom Jäger.
und hoffen, dass wir dann gewinnen können. So, Fährtenlesen werde ich auf jeden Fall setzen. Den behalte ich auch. Den hole ich nur einmal mit. Den behalte ich mal. Die packe ich weg. Bringt mir gar nichts. Den packe ich weg. Das packe ich weg. Da packe ich einen von weg. Den behalte ich, behalte ich, behalte ich, behalte ich. Einen davon weg. Den behalte ich auf jeden Fall. Behalte ich, behalte ich, behalte ich. Behalte ich auch. Den behalte ich natürlich auch. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. So, Arkanen Schuss habe ich nicht. Den werde ich auf jeden Fall mir mal mitnehmen. Die Eiskältefalle, nö. Bringt mir nix. Habe ich den Hundemeister noch? Ja, den habe ich noch. Den Unteroffizier habe ich auch noch mit dabei, oder? Nein, den hole ich mir aber jetzt mit dazu. Ach, die habe ich schon. Mist. Den habe ich auch schon auf der Hand. Die ein Ork-Armee kommt auf jeden Fall mit dazu. Tidli. Die Gruftspinne hole ich mir jetzt mit auf die Hand. Die habe ich ja gerade neu bekommen. Wolfsreiter habe ich noch, oder? Ja, der ist noch mit drin. Den Zauberbrecher hole ich mir mit rein. Den hole ich mir mit rein. Den hole ich mir mit rein. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Renault kann ich dadurch einpacken. Und den hole ich mir auch noch mit. So, und dann dürfte das ganz gut aussehen. Ab ins Abenteuer. Gegen Archaedes. Na also, Druide ist auch fertig. Glückwunsch, do not panic. Forscherhut mitnehmen. Ja, stimmt, Tatsache. Das ist, ach, wieso habe ich, ja. Danke, Dark Parak. Werde ich gleich noch ändern, wenn ich jetzt die Runde nicht gewinnen sollte. Danke für den Tipp. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass der ja auch natürlich sehr, sehr praktisch ist. Guten Abend zusammen. Hallo, Yuskal. Ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Behalte ich den direkt mit auf der Hand? Behalte ich mit auf der Hand? Behalte ich mit auf der Hand? Ja, ich behalte ihn mit auf der Hand. Der Forscherhut macht hier natürlich total Sinn. Macht ja auch Sinn, dass der in der Forscherliga natürlich Sinn macht, ne? Ha, was für ein blöder Satz. Macht Sinn, dass er Sinn macht. Zack. So. Ins Gesicht. Immer ins Gesicht. Das ist blöd, Dark Parak, dass der Chat halt so ein kleines bisschen, also dass der Stream so ein kleines bisschen verschoben ist natürlich. Zack. So. Na, zaubert er direkt was? Na, war ja klar. Dödüm. So.
Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ach komm, ich sag mal danke. Danke. Ihr seid nur Staub. Ja, ja. Sag du mal. So, dann hole ich mir erstmal was zum Spotten. Oha. Ah, jetzt werden das. Na, das ist natürlich sehr gemein. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte den hier opfern können. Egal, mit dem Rest wieder ins Gesicht. Darf mal ganz unverschämt fragen, ob ihr demnächst wieder einen GTA 5 Let's Play zu sehen bekommt. Ich habe total Bock, wieder zu zocken, aber ich habe gerade tatsächlich echt, die Zeit, die ich habe, investiere ich gerade in Hearthstone und Skyrim. Auch Fallout 4 ist gerade hinten runtergefallen, leider. Tut mir total leid, aber es ist gerade irgendwie, ja, ist gerade schwierig. Ich habe aber tatsächlich total Bock, wieder GTA zu spielen. Und die Runde sieht sehr, sehr gut für uns aus im Moment. Haben wir den Forscherhut doch tatsächlich gar nicht gebraucht. Ah, fuck. Zerstört er alle Statuen. Das ist doch sehr schön. Den kann ich doch direkt jetzt killen, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Beziehungsweise den zauber ich einfach mal stumm. Dann bringt er ihm auch nichts mehr. Und damit habe ich nächste Runde so gut wie gewonnen. Spott. Das ist natürlich jetzt fies. Dann hat er nur noch 5. Und damit habe ich gewonnen. Ach komm, dann machen wir den auch noch weg. Wupp! Gut zusammengestellt das Deck für genau diese Runde. Man kriegt hier ja echt überhaupt kein EP dafür. Ist ja sehr, sehr schade. Der Affe mit Waffe, sehr schön. Den finde ich sehr, sehr geil tatsächlich für einen Jägerdeck. Und er hält +4/+4, wenn er 6 weitere Diener kontrolliert. Die Archäologin der Akademie. Und damit haben wir Uldaman abgeschlossen. Freigelegtes Unheil freigeschaltet. Fügt allen Dienern 3 Schaden zu. Mischt diese Karte in das Deck eures Gegners. Schön. Und Bran Bronzebart. Eure Kampfschrei-Effekte werden 2-mal ausgelöst. Den habe ich schon. Das ist sehr gut. Klassenherausforderung freigeschaltet. Druide und Paladin. Weiß denn eigentlich irgendjemand, wann die Forscherliga rausfliegt? Ob ich es bis dahin noch schaffe, mir nochmal 700 Gold zu erspielen? Wäre mal gespannt, ob der Forscherhut mit Harrison Jones eine Interaktion wie Wilfried Zirschknall und Jaraxus haben. Also, dass ein besonderes Soundfile abgespielt wird, wenn man es zusammen oder gegeneinander spielt. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Wunderschön, dann können wir hier zurückgehen und können auch die beiden Herausforderungen spielen, um noch die zusätzlichen Karten zu kriegen. Die Druiden-Herausforderungen. Malfurion gegen Skarbasch. Oh, wieder dieser Skarbasch. Nur für Trotz. Ich muss die Wildnis schützen. Ich werde die 3 Zauber einfach mal behalten. Werde mal gucken, was ich gleich so an Dienern kriege. März oder April? Oh, tatsächlich, so früh schon. Puh, das weiß ich nicht, ob ich das dann noch schaffe. Das war's. So, ich kann tatsächlich noch gar nichts machen. Direkt ins Gesicht. Für die Wildnis.
Angeblich genau ein Jahr nach der Veröffentlichung vom Flüstern der alten Götter. Mhm, interessant. Und wann war das? Oh, das ist gut. Dann werde ich mich mal inspirieren lassen. Zack, dann habe ich plus 3. Dann hätte ich plus 5. Oder ich mache jetzt 3 Schaden. Ich mache jetzt einmal 3 Schaden und werde... Moment, wo ist der Zauberheini? Der da ist der Zauberheini. Dann werde ich den Zauberheini erstmal los. Zack, dann werde ich den dann auch los. Und mit den 5 springe ich ins Gesicht. Der Pisser, ey. Den spiele ich direkt wieder aus. Ansturm oder Verstohlenheit? Plus 1 und Verstohlenheit finde ich besser. Oh, jetzt spielt er den genau nochmal aus. So ein Affe. Verursacht 3-6 Schaden und da reichen natürlich 3 Schaden, ist klar. So, den werde ich direkt mal los. Wenn ihr ein Wildtier herbeiruft, interessant. Dann rufen wir doch mal ein Wildtier herbei und entdecken direkt noch eines. Ruf Finkler Einhorn für euren Gegner herbei. Mischt diesen Diener wieder in euer Deck. Oder natürlich Ansturm hier, 4-1. Ne, ich nehme mal Lorne. Der springt mir wieder voll ins Gesicht. Ich springe ins Gesicht. Boah, verursacht 7 Schaden. Aua, und damit bin ich schon wieder tot. Krasse Nummer. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Malorn! Ja, leider hat er mir gar nichts gebracht, dieser Malorn. Das war Anfang April. Alles klar, das ist gut zu wissen. Da habe ich ja den ganzen März noch Zeit. Den Februar ist bei mir gerade einfach richtig voll. Okay, da nehme ich doch mal komplett alle 3 Karten neu. Das sieht doch schon sehr viel besser aus. Nehmen wir doch direkt mal 2 Schößlinge. Und dann den hier. Vernichtet einen Diener. Euer Gegner hält einen zufälligen Diener auf die Hand. Hm. Gesundheit. Dann mache ich das Ganze mal so. Zack. So, dann entdecke ich erstmal ein Wildtier. Düstereber. Den nehme ich. Der uralte
Den können wir direkt mal vernichten, finde ich. Wer hält aus, fügt einem Diener 5 Schaden zu oder fügt allen feindlichen Dienern 2 Schaden zu? Nö, den vernichte ich einfach. Zack. Dann kriegt er eben einen Diener auf die Hand. Das belasse ich dabei. Ich werde nicht meine Heldenfähigkeit einsetzen, weil der hat wieder dieses bescheuerte Geheimnis, wo ich dann wieder 5 Schaden kriege von. Ich spiele den aus und spiele das hier nochmal aus. Gucken, was ich noch kriege. König Mugler! Verleiht eurem Helden plus 2 Angriffe in diesem Zug. Den nehme ich wieder. Dann hoffe ich, dass er nicht wieder die gleiche Karte dagegen ausspielt. Oh, er spielt selber Reno Jackson aus. Das ist ja mal interessant. Aber er hat ja Karten zweimal im Deck. Ich füge mal allen Dienern 2 Schaden hinzu. Oh nein, stopp. Allen feindlichen Dienern, das ist gut. Zack, das mache ich. Bum, bum, damit ist der nämlich weg. Und dann werde ich Reno los. Und dann mache ich nochmal 3 Schaden. Ja, ja, klar, dass mit Staub wir weiterhin die Packung herstellen können. Aber dann brauchen wir erstmal eine Menge Staub. Was kann der? Fügt einem zufälligen Feind 2 Schaden zu. Achso, mit Kampfschrei, genau. Zack, jetzt muss ich es ausspielen. Ich hoffe, das geht jetzt nicht direkt gegen den. Bitte lass es gegen mich selber gehen. Gegen mich bitte, gegen mich bitte. Yes, danke schön. Schwein gehabt. Ich werde wieder verstohlen. Obwohl, nee, ich nehme Ansturm. Und werde das Fieder los. Und werde dann schön mit 6 ins Gesicht latschen. Das sieht sehr, sehr gut aus für mich, diese Runde. Oh, und schon wieder der uralte Fluch. Ich hoffe, den zieht er gleich auch mal direkt. Ah, ich hasse diese Karte. Wirklich, ich hasse sie. Wir vernichten den direkt wieder. Und werden plus 4 Leben und Spott geben. Und zwar auf die Spinne. Und dann möchte ich bitte gerne noch einen Diener entdecken. Für die nächste Runde. Verursacht 2 Schaden oder bringt einen Diener zum Schweigen. Vernichtet einen Diener mit mindestens 7 Angriff. Das finde ich gut. Den nehme ich mir mal auf die Hand. Und ich werde wieder voll ins Gesicht springen. Zack, zack und zack. Und dann ist er gleich auch schon tot. Juhu. Dann haben wir die Herausforderung geschafft. Na, oh, Schildträger, wie ich ihn hasse. Mhm. Und damit ist er tot. Wir nehmen Ansturm natürlich. Werden uns schön 3 geben. Und komm, den werden wir auch noch los. Und dann machen wir noch 3 Schaden. Herrlich. Schön. Herausforderung geschafft. Neue Karten erspielt. Fein. Bam. Und Stufe 11 mit dem Druiden. Gesattelter Raptor. Sehr schön. Todesröcheln. Ruft einen zufälligen Diener herbei, der 1 kostet. Und was kriegen wir beim Paladin noch für neue Karten? Schmücke Skarabäen. Male feinen Sand. Oh, ihr seid so ruhig geworden, ihr Lieben. Geht's euch gut? Och, gegen Archedas noch interessant. Die werde ich direkt alle 3 behalten, die Karten. Finde ich super. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich kann nichts tun, macht nix.
Zack. Und das Geheimnis spiele ich direkt aus. Ach, das fängt doch schon mal super an hier. Zack. Und, zack. Mache ich 8 Schaden. Ja, ich mach mal, obwohl, werde ich den los? Ne, ich mach 8 Schaden, komm. Zack. Verleiht Aldina plus 4 plus 4. Dann werde ich. Den gebe ich plus 4 plus 4. Zack und zack und mit 6 ins Gesicht. Zerstört er erstmal alle Statuen und macht natürlich meinen Wolf weg. Schade. Zack. Er hat einen befreundeten Diener plus 2 Angriff. Ne, ich spiele den hier erstmal aus. Und werde den da los. Dann werde ich den da noch los. Und dann werde ich dem noch 2 Angriff geben. So. Na, zieht auf jeden Fall keine Karte, aber den hätte ich natürlich gegen den hier gespielt. Okay. In Ordnung. Zack, und nochmal 6 Schaden. Finde ich sehr gut. Sieht sehr gut aus. Sieht aus, als würden wir das direkt beim ersten Mal schaffen hier. Na, oder auch nicht. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Was war das? Wenn euer Gegner mindestens... Ah, okay, der wird vernichtet. Na gut. So. Das dürfte ich doch gewinnen hier. Jetzt begreift er den wieder lebendig. Aber ich habe gewonnen. Alles klar. Super. Zack, den spiele ich noch aus. Und den werde ich noch los. Und den werde ich auch noch los. Und dann werde ich den los. Zack. Juhu. Und direkt die zweite Herausforderung auch noch fertig gespielt. Sehr schön. Hüterin von Uldaman, Kampfschrei, setzt den Angriff und das Leben eines Dieners auf 3. Finde ich gut. Und damit haben wir auch den kompletten zweiten Flügel aus der Forscherliga uns erspielt. Und jetzt aber wirklich, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir versuchen beim nächsten Mal den Schamanen oder Hexenmeister weiterzubringen und die Queste noch zu erledigen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, ihr Lieben. Da überall findet ihr so lustige Karten, wo ihr draufklicken könnt zu meinem Musikkanal oder zu meiner Patreon-Seite, wenn ihr da drauf geht. Das würde mich ganz, ganz dolle freuen. Oder auch natürlich mal auf meinen YouTube-Kanal, wenn ihr nicht gerade sowieso auf YouTube seid. Es geht quasi jetzt an euch 8 da draußen, die gerade zugucken. ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend noch. Sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Freue mich auch, wenn ihr bei Twitch abonniert. Findet ihr bei YouTube dann den Link unterm Video und ich wünsche euch einen feinen restlichen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis bald, ihr Lieben. Tschüssi.